Mein Name ist Joachim Mann, Marketingleiter bei Seeberger. Wie gestaltet man die richtige Verpackung für unser Sortiment, anspruchsvolle Produkte, was Produktschutz angeht? Auf der anderen Seite das Thema Recycling, Kreislaufwirtschaft. Wir verfolgen den Ansatz Zero Waste, also wir werden Verpackungen haben oder haben wir schon, die jetzt dünner sind, die recyclingfähig sind, arbeiten aber auch natürlich im Hintergrund an Papierverpackungen, die trotzdem einen Schutz bieten. Hilfsstoffe und Verpackungsstoffe, das kann, glaube ich, jeder, Kartonagen, Paletten, wahnsinnige, bis zu einer Verdopplung der Lieferzeiten im Moment bei Kartonagen, auch Folie bis zu einem halben Jahr Vorlauf, was früher zwei, drei Monate waren früher normal, jetzt sind wir schon fast bei einem halben Jahr für Vorläufe auf der einen Seite und natürlich unsere Produkte, insbesondere Mandeln aus Kalifornien, wenn man das gesehen hat, die Waldbrände wieder, also dieses Trockenheitsthema in Kalifornien, die Qualitäten und auch die Erntemengen extrem beeinträchtigt, also da kriegen wir bis zu über 30% Preiserhöhungen mitgeteilt aus dem Ursprung, aber auch Haselnusskerne werden steigende Preise erwartet und auch Cashews durch die geschlossenen Fabriken, pandemiebedingt in Indien und Vietnam, extrem eingeschränkte Kapazitäten in der Verarbeitung, sprich die Nuss in Anführungszeichen, die in Deutschland sehr, sehr gerne konsumiert wird, gibt es große Engpässe oder werden sehr große Engpässe erwartet mit entsprechenden Preissteigerungen, die da aufgerufen werden aus dem Ursprung. Und ja, da versuchen wir irgendwie damit umzugehen. Konditionsverhandlungen, ja, mein Gott, die haben begonnen, natürlich wie eh und je. Bei uns in 200 Gramm Cashewkernpackungen sind eben nur mal 200 Gramm Cashew drin. Also da ist die Preistransparenz sehr, sehr hoch. Und die Themen, die auch Seeberger bewegen, Nachhaltigkeit, ist uns sehr, sehr wichtig. Und da wird auch nichts dran geschraubt und an der Qualität sowieso nicht, weil das ist Seeberger und ohne diese Spitzenqualität macht es keinen Sinn. Am Ende des Tages versuchen wir, unser Geschäft so zu machen, dass die Partner im Ursprung, aber auch wir in der nächsten Generation das Geschäft noch weitermachen können, dass unsere Partner im Ursprung auf dem gleichen Stück Land das gleiche Produkt in der nächsten Generation noch anbauen können.